Hallihallo, aber die Ehre, herzlich willkommen zurück zum Kamechanic Simulator 2021. Wir sind hier theoretisch fertig mit unserem Projekt. Wir schauen noch einmal drüber. Wir haben versucht, so viel wie möglich, mehr gibt das Spiel wirklich nicht her, schwarz zu machen, matt schwarz. Bisschen, was heißt bisschen schade, ist jetzt falsch ausgedrückt, aber man sieht jetzt halt, welche Teile man absolut nicht lackieren kann. Es ist halt, wollen wir mal einen Motorraum noch aufmachen? Halt, mehr wird nicht schwarz, aber wir haben so viel wie möglich versucht. Na? So, was jetzt hier noch aussteht, ist einmal, dass wir die Spur ordentlich einstellen, das Licht ordentlich einstellen. Dann natürlich Leistung und unsere typischen Probefahrten. Noch mal ins Tiefer, weil der Kübel eh so fucking hoch ist. Nicht? Oh, ja. Okay. Dann, mein Freund, sag mal, was du auf der Kiste hast. Kasten, Dingensteil. Jo. So, wir hätten ab Werk. PS, 339 Newtonmeter. Motor springt nicht an. Haben wir doch was vergessen. Haben wir Fuel Rails verbaut? Hehe. Ups. Ja, kann ja mal passieren, ne? Macht schon so Glühkerzen. Sind die jetzt rot? Kann ich die lackieren? Ich bin der kleine Mann. So wirklich, alles klar. Vor allem halt auch Zündkerzen lacken. Ja gut, wir können die Teile lackieren. Fuck you! Ja, kommt. Ein Kerzenkabelsatz. Das sind Glühkerzen. Wer denn ein Glühkerzenkabelsatz? Ah. Du. Jetzt aber springt er an. Kannst keine Faxen. Jo. Gib ihm.
Ach du heilige Scheiße. Klingt wie ein Traktor. Okay, plus 50% und 85 PS auf 1,8 Tonnen. Muss ich bei dem das Getriebe überhaupt einstellen? Eieiei. Naja, probieren wir es mal, ne? Schauen wir mal, was bei rauskommt. Denn der übersetzt? Ja gut, okay, dann muss er einen Newtonmeter bringen, ne? Keine Geschwindigkeit. Gib alles! Komm, 198 Schluss. 199, komm, 200. Du es! Yeah! Oh oh. Okay. Müssen wir nochmal machen, das war. Jetzt kommen wieder Geschwindigkeitsgeräusche. Festhalten, anschnallen, am Sitz festkrallen. Helm aufziehen. Feuerfesten Schutz nicht vergessen. Boah. Wenn man glatt die 200, dann ist man einfach brutal in die Eisen. 93, 94, 93, 96, 97, 98. 99. Okay. Wir können die 200 stehen lassen. Da brauchen wir jetzt aber auch wirklich nichts tunen am Getriebe. Das können wir so stehen lassen. Würde ich behaupten. Aber jetzt schauen wir mal, was der Kollege auf dem Rundkurs. Haha, da werden wir jetzt halt hier. Jetzt hat festhalten, ne? Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir den außerhalb der Strecke bewegen. So, Bulldog. Los geht's. Oh, er hat uns sogar gedreht. Gott, wie verhält er sich in der Kurve? Okay, das ging schon mal Vollgas. Ging fast Vollgas. Ah, hier müssen wir lupfen, oder? Stehen bleiben. Stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Gib alles. Ja, da können wir relativ spät ankern, glaube ich. Oh, wir können sogar driften. Schau dir das an. Kann man auch nicht bremsen. Müssen wir wahrscheinlich auch nicht bremsen, oder? Ah, der driftet schon ein bisschen. Mein Trifttraktor gebaut. Ja, Mann.
so anfahren. Kann sie nicht positionieren, ohne dass er laut wegdriftet. Ah, dann wären wir nett. Das war jetzt ein bisschen provozierendes Driften. Ah, was nicht gut war. Aber warte mal, bis wir den rollenden Start machen. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin echt in den Drift gegangen. Der Hund. Es ist wie Go-Kart fahren. Du musst immer den Schwung mitnehmen. Und die Curbs natürlich. Ganz eng. So, schaffen wir die Kurve. Ne. Habe ich auf die Zeit geschaut. Komm, U2 müssen wir schaffen. Ja, dafür aber drunter geschalten ist schon mal gut. Mein Apex sind ordentlich erwischt. Der musste spät, der musste quasi hinterfahren, die Kurve. Jawoll! Aua! Also ich denke mal, mit weiteren Runden und Training kommen wir auf eine 1,55. 1,57 mit unserem All-Matte-Black-Bulldog. Nein, das ist ein Land Rover, um Gottes Willen. Der ist ja auch nicht fürs Schnellfahren oder für Rennstrecken gedacht. Der ist ja was, um eine Böschung raufzufahren. Was wir noch nie gemacht haben. Ne? Wir waren noch nie auf der Teststrecke. Muss ich tun? Bremsen. Da ist bremsen. Also ich hätte drin bremsen müssen. Keiner gesehen. Okay. Was war das jetzt? Ah, das sehen wir nochmal alles. Hä? Ja, natürlich ist alles 100%. Okay, seltsame Teststrecke. Hätten wir noch was? Ja, da können wir Workshop. Das werden wir auch mal machen, dass wir uns mal hier Mods und so einen Käse reinladen. Aber jetzt möchte ich das erstmal noch, ne? Okay, dann heißt's nochmal. Fix einmal nochmal deine Wäsche.
Dann haben wir unseren tollen Landy. Ne? Haben wir uns nochmal vorne an. Haben wir das Licht als Referenz. Ist jetzt für hier kein praktisches Auto in keinster Hinsicht. Gut, wir haben schon viele Tuning-Autos, jetzt der nicht, aber andere mit Leistung gebaut, die halt auch völlig unpraktisch waren, weil die einfach im vierten Gang noch durchdrehen. Aber ein Fahrzeug meiner Meinung nach, was man in der Sammlung haben sollte. Somit, es war schön mit dir. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Rein in die Garagen rein. Sehr gut. Dann haben wir das Projekt jetzt auch abgeschlossen. Ich würde sagen, wir schauen im nächsten Video nochmal ins Auktionshaus rein. Ein oder zwei Autos. Vielleicht hole ich mir ein Auktionsauto und wir machen einen Werkstattauftrag. Ja. Würde ich jetzt hier abschließen, damit das Thema Land Rover auch sauber in dem Video beendet ist. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar, Abo oder Like da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich hoffe dann, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Video. Bis dahin, habe die Ehre und Servus!